Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde zu Pillars of Eternity. Ja, ich habe immer noch gute Laune und bin unglaublich gespannt auf dieses Spiel. Okay, ich merke gerade, die Ingame-Musik hier ist noch ein bisschen lauter. Ich drehe doch noch ein bisschen leiser. Ich habe es extra schon mal auf 50 gestellt. Stellen wir es mal auf 35. So. Ja. Ich bin so Feuer und Flamme, ich musste meinen Stuhl schon löschen und den Feuerlöscher beiseite stellen. Und jetzt bin ich gespannt, wie das Spiel ist, nachdem wir letztes Mal die Charaktererstellung hatten. Also, erst einmal sollten wir uns an die Oberfläche gewöhnen, weil ich ja den Expertenmodus eingeschalten habe. Hoffe ich mal. Jo, Expertenmodus. Im Expertenmodus werden einige Hilfefunktionen des Spiels deaktiviert. Also das hier alles. Lager nicht begrenzt und so weiter. Jo. Das macht das Spiel natürlich etwas spannender und so weiter. Und das wollen wir ja auch. Deswegen gucken wir uns jetzt hier alle Sachen mal an, die wir so haben. Also hier unten haben wir natürlich unsere Gruppenmitglieder. Einmal unseren Hagrim und seinen Wolf Fenris. Das finde ich cool, dass wir unserem Wolf einen Namen geben können. Hagrim hat 202 Ausdauer, Fenris 108, also Gesundheit, Fenris 180. Ist schon mal nett zu wissen, dass Ausdauer die Lebenspunkte im Kampf sind, während Gesundheit die Gesamtlebenspunkte sind, also die wir brauchen zum Überleben. Und wir haben Kalisha als Unterstützung bekommen vom Karawanenführer. So, hier haben wir jetzt die Benutzerschaltfläche. Also alles, was es so gibt, angreifen. Okay, das ist schon mal böse. Wir können jeden angreifen, ist klar. Das schadet allerdings unserem Ruf. Abbrechen, ja, ist auch wichtig, dass wir das haben. Okay, wenn ich einzelne Personen anwähle. Go on then, before it gets too dark. Ah ja. Ah, ich kann mit Gruppenmitgliedern so sprechen, indem ich das hier anwähle wahrscheinlich. Okay. Alle auswählen ist auch klar. Das muss die Formation sein. Genau, wir können hier die Formation festlegen. Eigene Formation, Rechtsklick zum Bearbeiten. Also ja, das sind die wichtigsten Formationen eigentlich. Rechtsklick zum Bearbeiten. Das ist ja mal geil. Also, ja, in Baldur's Gate gab es zig Formationen, aber das hier ist jetzt mal der Hammer, dass wir hier einfach so unsere eigene Formation machen können. So zum Beispiel. Ja, machen wir mal so. Sie vorne, mich nach hinten, hinter sie schützend. Und das ist dann unsere Formation. So. Sehr schön. Gut, dann haben wir, was haben wir hier? Spähen. Ja. Das wird wahrscheinlich. Nice and slow. Ah ja, das wirkt sich auf alle aus. Okay. Was haben wir hier? Waffensets. Oh, wir können Waffen wechseln. Und wir können Beute markieren. Gut. Hier haben wir natürlich die Pause und auch die Anzeige. Wir haben Tag 2, Stunde 22. Also wir fangen nicht bei Tag 1 an. Und wenn wir hier draufklicken, wird das Spiel pausiert. Sehr schön. Oh, wir können rein und rauszoomen. Gut. Sieht schon mal sehr schön detailliert aus und alles trotz der isometrischen Ansicht. Also man merkt, dass es etwas moderner als Baldur's Gate. Wir haben unser Inventar, da gucken wir mal rein. Okay, die Inventare sehen etwas klein aus. Wir haben Gold und wir haben Rastvorräte. 100 Gold ist nicht gerade viel. Waffen, Rüstungen, ah, wir können nach Sachen sortieren. Okay. Ups. Ach so. Okay. Können wir auch irgendwo sehen unser Sonstiges? Okay, so können wir es ausschalten. Schnellauswahl ist der Gürtel sozusagen. Begleittier haben wir doch eins eigentlich. Das hier ist das Versteck. Okay. Also sozusagen ein Zwischenlager. Handwerk, Nahrung, Schriftrollen, Tränke. Okay, wir können Alchemie.
Trank der schwachen Regeneration braucht einen Haufen Zeug und ein paar KP. Ah, Kupfer oder was? Währung. Ah ja, die hier. Mhm. Okay, wir haben nur unseren Bogen hier an. Rechtsklick für Details, ist immer schön. Geschwindigkeit, Durchschnitt, Reichweite, Intellekt plus 2. Jagdbogen sind im Dürrwald und in eher Glanfahrt extrem beliebt. Enchant, wir können ihn sogar verzaubern. Qualität steigern, beschädigend, präzise. Ach du meine Güte. So viel Zeug. Sekundärer Schaden. Töten. Erschlagen Biest. Plus 5 Genauigkeit gegen Bestie und Schaden gegen Bestie. Okay. Ah, und da oben haben wir auch wahrscheinlich gesehen die maximalen Verbesserungspunkte. Also hier sieht man, was wie viel kostet. Hervorragend. Gut. Wir haben also eine Rohhautrüstung. Macht SR. Also irgendwelchen Schutz. Ah ja, hier Schadensreduktion. Wir haben Schadungsreduktion gegen Stich, Gefrieren und Korrodieren. Okay, also gegen... Ich hoffe mal, damit meinen sie Säure. Und wir haben Verteidigung. Macht das Ding auch Verteidigung? Nee, das macht nur... Ja. Verteidigung. Also Verteidigung haben wir Abwehr, Tapferkeit, Reflexe und Wille. Das wird so was Ähnliches sein wie die Rettungswürfe aus Baldur's Gate. Da gab es ja so Rettungswürfe gegen Tod und gegen Zauberstäbe und so weiter. Wurde übrigens in der dritten Edition dann vereinfacht zu allgemeineren Rettungswürfen wie dem Reflexwurf und dem Willenswurf. Ich kann mir schon denken, also das hier Abwehr ist wahrscheinlich gegen, einfach gegen Schaden. Also Angriffe. Tapferkeit wird wahrscheinlich gegen körperliche Schäden sein, also Gift und so weiter. Reflexe gegen Fallen. Und Wille natürlich gegen Geisteszauber, wie Angst und so weiter. Mhm. Zauberbuch können wir beide nicht, weil wir keins haben. Und wir können die Waffenset 3 und 4 haben wir noch nicht freigeschalten. Wahrscheinlich erst bei Level-Ups und so. Untersuchen. Ah ja, so können wir das auch machen. Gut, das ist das Inventar. Die Karte. Also die Übersichtskarte. Und die große Karte. Okay, die sieht wirklich groß aus. Da ist die Trutzbucht. Dorf Dürfurt. Zwillingsulmen. Okay, die ist ein Teil von der Karte, die auf dem Poster ist, was ich dabei hatte. Und ja, ich habe die Box-Edition gekauft. Gut, was haben wir noch? Karte. Sind wir gerade gewesen? Charakter. Stufe 1 Waldläufer. Hagrim-Reputation. Keine Gruppenreputation. Vergangene Zeit. Was steht bei ihr? Ungefähr dasselbe. Genauigkeit primär, sekundär, so dass hier unten sind die Werte, so wie es aussieht. Aktive Effekte, Fähigkeiten. Fähigkeiten und Fähigkeiten, das werden die Fertigkeiten wohl eher sein. Und da ist Fenris mit seinen Werten, okay. Heimlichkeit, Athletik, plus 0 Max müde. Plus 15 Verbrauchsgegenstandsdauer. Okay, das sind die Fähigkeiten. Bin mal gespannt, wie sich das so steigert. Gruppe und persönlich. Ah ja. Also einfach so Statistiken sind das hier. Hm? Ja, das hier sind Statistiken und das hier ist der Charakterbogen. Ich sehe keine Waffenfähigkeiten soweit bis jetzt. Aber gucken wir mal, wie das weitergeht. Den ersten Stufenaufstieg haben wir ja noch vor uns. Festung. Du besitzt die Festung noch nicht. Okay. Spoiler. Tagebuch. Die Aushöhlung des Dürrwalds. Quests, Aufgaben. Also Quests sind wohl Nebenquests. Was Aufgaben sein sollen, weiß ich noch nicht. Und das hier sieht aus wie Hauptquests. Tagebuch, Biografie. Oh. Hagrim.
Du hast deinen Lebensunterhalt in der Wildnis verdient und deine Zeit der Perfektionierung deines Jagdrhythmus gewidmet. Den langen Intervallen der Stille und des Wartens, der hektischen Anstrengung der Verfolgung, dem plötzlichen Endpunkt des Tötens. Als du mit einer Karawane nach Goldtal reistest, wurdest du krank. Der Karawanenmeister schickte dich mit einem seiner Gehilfen namens Kalisha fort, um nach einer Arznei zu suchen. Enzyklopädie? Bestiarium noch nichts. Ausrüstung? Festung? Astvorräte? Okay. Charakterstatistiken? Gottheiten? Also das ist wirklich alles Mögliche. Und Notizen? Oh, die können wir selber erstellen. Das finde ich toll. Okay. Wir sollen Goldtal erreichen. Goldtal soll eines der reichsten Dörfer im Dürrwald sein, in dem es an Gelegenheiten zum Arbeiten und Reichwerden nur so wimmeln soll. Mir wurde gesagt, dass sie neuen Siedlern Land anbieten. Die Reise nach Goldtal ist lang gewesen und sie ist noch nicht ganz vorbei. Glücklicherweise hat mich das Reisen mit der Karawane vor einigen Gefahren des Dürrwalds bewahrt. Okay. Eine kurze Verschnaufpause. Eine Krankheit ist plötzlich über mich gekommen. Der Karawanenmeister hat mich dazu gedrängt, vor der Verschlechterung meines Zustands eine Arznei herzustellen. Odema deutete an, dass mich ein gewisser mit hiesigen Beeren gebrauter Tee heilen sollte. Sparfell ist aufgebrochen, um Wasser vom Fluss zu holen. Frühlingsbeeren zu besorgen, aber ist meine Aufgabe. Odema sagt, dass sie an einem unverwechselbaren Busch wachsen. Okay, soweit so gut. Wir sollten uns allerdings auch bei jemandem ausrüsten. Karawanenreisender, noch einer. Also das sind schon mal alles das sind Wächter. Mhm. Mhm. Anyone need supplies? Mhm. I've got sundries for sale. Der klingt schon mal ein bisschen deprimiert, weil wir wahrscheinlich hier anhalten mussten. Aber er hat Vorräte. Gucken wir mal, was er hat. Du siehst einen Mann, der einfache, aber überwiegend gepflegte Kleidung trägt. Ein gezackter Riss im Saum seines Waffenrocks scheint ihn aber förmlich zu versteinern. Ja, ist auch cool, dass es so Beschreibungen gibt, wer vor uns steht. But a whole wagon full of goods to sell, but not enough shirts for the road. Als er dich bemerkt, schüttelt er seinen Kopf und lacht. Einen ganzen Wagen voller Waren zum Verkauf habe ich mitgebracht, aber nicht genügend Hemden für die Reise. Er kratzt sich mit den Fingerknöcheln an einer Wange, die ganz so mit unebenen Stoppeln bedeckt ist, als ob er sich noch nicht ans Rasieren unterwegs gewöhnt hätte. Also das ist für dich schon mal richtig genial, dass sie so genau beschreiben und alles detailliert wird, wie der Mann aussieht, mit dem man spricht und so. Say, is there anything you need? I've got some basic traveling supplies for sale, if you'd like to take a look. Sag mal, kannst du vielleicht irgendwas gebrauchen? Ich habe ein paar einfache Reiseutensilien im Angebot, falls dich das interessiert. Fragen wir erstmal, wer bist du? I'm a trader, originally from the Adir Empire, but I've been trying to establish new business out here. Life on the road has brought some unexpected challenges, to be sure. And I'm sure you've noticed how prickly the locals can be. But we're here to make the most of things, right? Ich bin ein Händler. Ursprünglich komme ich aus dem Edirreich. Aber ich habe versucht, hier draußen ein Geschäft aufzubauen. Er schaut seinen Wagen an und grinst reumütig. Das Leben unterwegs hat mir zugegebenermaßen einige unerwartete Herausforderungen präsentiert. Und wie kratzbürstig die Einheimischen sein können, hast du bestimmt schon gemerkt. Aber wir sind ja hier, um das Beste draus zu machen, richtig? Wir könnten es genauso gut versuchen. Mit einer solchen Perspektive würde es dir sicherlich gut ergehen. Wenn du schon glaubst, diese Karawanenleute wären kratzbürstig, dann sieh dich vor diesen Axtschwingern vor, die Odema erwähnte. Ja, das sollten wir ihm mal raten. Er lacht, das ist wahrlich ein hervorragender Rat. Also wir können ihn nochmal fragen. Okay, wir können jetzt... Das ist schon mal gut, dass wir die Option nicht austricksen können. Also er sagt uns nochmal dasselbe, aber wir können nicht diese Option auswählen. Erzähl mir etwas über das Edirreich. It's not as big as it used to be, but it's still big.
The mainland is a continent northwest of here, but the colonies used to include Raed Saris and the Deerwood. About 150 years ago, Deerwood won its independence from the Empire. A fact our companions are quick to remind me of. Es ist nicht mehr ganz so groß wie früher. Groß ist es aber immer noch. Das Hauptland ist ein Kontinent nordwestlich von hier. Aber zu den Kolonien gehörten Wheatcarers und der Dürrwald. Vor gut 150 Jahren ist der Dürrwald vom Reich unabhängig geworden. Eine Tatsache, an die mich meine Gefährten gerne erinnern. Er grinst sich schief an und nickt in Richtung der verstreuten Karawanenteilnehmer. Warum bist du den ganzen Weg bis hier herausgezogen? Because it seemed friendlier than Raed Saris? My brothers took over the family mercantile business a few years ago, and there wasn't enough for me to do back home. I moved out to try and expand.